Please hold the line. Bitte halten Sie den Löwen. Kannst du mal Müll aufräumen? Guck. Das machten wir ja sonst auch nicht, du. Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe des Kreativdepot Podcast. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Hotfoil. Jessica wird uns in dieser Folge zeigen, wie man Hotfoil-Stempel am besten verwendet und welche Tricks es gibt, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Piet dagegen darf sein Glück versuchen und das erste Mal diese Technik ausprobieren. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag. Guten Tag, da sind wir wieder. Ja, mit dem Überraschungsthema hatten wir, glaube ich, ne? Genau, Überraschungsthema. Wir hatten ja so ein paar Sachen, ein paar Vorschläge aus der Community bekommen. Und du hast dich für irgendwas entschieden? Für Hotfoil. Hotfoil, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ich auch, du. Wir haben es ja einmal ein bisschen ausprobiert, als wir mit den Pasten rumgeschmiert haben. Da haben wir eine Hotfoil doch ein bisschen missbraucht und haben da so ein... Die Folie. Und haben genau. die Oberfläche davon benutzt. Genau. Also Hotfoil-Stanzen sind schwerer und sehen halt anders aus als normale Stanzen. Okay. Das merkst du, pass auf, wir haben so die ersten von uns. Da merkst du schon, dass ich gebe dir mal den Regenbogen. Der hat Gewicht. So, und das ist eine normale Stanze. Und dann Ja, das merkt man. Das ist hauchdünn. Also die normale Stanze ist hauchdünn. Und der Regenbogen jetzt in diesem Fall ist deutlich dicker und deutlich schwerer. Ja, definitiv. Du siehst auch bei dem Blauen, dass die Fläche, die drauf geprägt ist, die ist halt, ja, wie soll ich das sagen, vollflächig. Mhm. Siehst du das? Also jeder Streifen halt wirklich vollflächig, während bei der Stanze jeder Strich sehr, sehr, sehr fein, sehr dünn ist. Ja. Und wie gesagt, das sind halt so die Unterschiede. Du kannst mit beiden das machen. Also praktisch müssen wir ein bisschen erklären. Okay. Also pass auf. Dann gibt es halt noch Hintergründe, die kannst du halt auch machen. Ja. Was eigentlich so Hotfoil so beinhaltet, ist eigentlich halt, dass du die Folie, die du halt dann mit diesen Stanzen benutzt, die brennt sich quasi in das Papier rein. Du überträgst durch Hitze die Folie ins Papier. Ja, okay. Habe ich das richtig? Ja, glaube ich, ja, doch. Ne, ich glaube schon. Ich glaube auch. Es gibt unterschiedliche Methoden dafür. Einige zum Beispiel machen das über einen Toaster. Das habe ich noch nie ausprobiert, bin ich auch so. Das geht. Okay. Ich habe zum Beispiel eine Glimmer. Das ist halt die Maschine, die du vor dir siehst. Ja. Ich habe überlegt, wie man die am besten beschreibt. Also ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein Miniaturscanner mit einem Frühstücksbrett drauf. Ja, ich habe überlegt, ob man das als Pizzabackofen beschreiben kann, ohne dass es ein Ofen ist. Also du hast eine Herdplatte quasi, wo du ein Frühstücksbrett raufschiebst. Ja. Ja, also diese Heizplatte, die sieht halt wirklich durch den Griff auch aus, wie so ein Frühstücksbrett. Wie ein Frühstücksbrett, genau. Du hast da am Frühstücksbrett und einmal am Gerät hast du halt Kontakte. Mhm. Wenn du jetzt schon mal angemacht, wenn du dieses Frühstücksbrett reinschiebst, da hörst du das? Klick, ja. Dann kannst du quasi halt das halbwegs starten. Wir müssen jetzt warten, bis die einmal heiß ist. Ja. Den leuchtet auch das Grün. Und dann können wir einmal die Stanze mit Papier und die Folie einmal darauf packen und dann kurbeln wir das gleich alles einmal durch, wenn es schön heiß ist. Aber Schritt für Schritt. Also, wir nehmen erstmal das Frühstücksbrett wieder raus. Gut. Dann nehmen wir jetzt ein Blatt Papier. Ja. Also beziehungsweise in deinem Fall bist du das. Ich nehme jetzt ein Blatt Papier. Ja. Dann nimmst du einmal die Folie. Ja. Und darfst dir mal aussuchen, willst du den Regenbogen oder willst du den Anker? Dadurch, dass wir hier auch so eine Folie haben, die regenbogenfarben ist. Ja, nicht, dass ich das speziell dafür ausgesucht hätte. Nein. Kriegst du auf? Ja, ich krieg's kaputt. Schön. So. Dann gebe ich dir mal die Regenbogenstanze auch rüber. Ja. Also die Hotfoil-Stanze. Vielen Dank, ja. Dann ist es so, dass du dir Folie so abschneidest, dass der Regenbogen da drauf gut liegt. Okay. Also du brauchst nur so viel Folie, wie der Regenbogen groß ist. Mhm. Das heißt, die knettert ein bisschen. Ein bisschen fluffig ist die. Also so ungefähr. Genau. Die Größe. Gut. Ich setze zur Schere an. Ja. Wie so eine ganz dünne Alufolie. Warte, dann nimm mal die Stanze runter und dann halte ich so fest. Oder so. Vielleicht kommst du denn besser. Ich bin doch gerade irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ein bisschen tatterig.
Silben. So. Genau. Den kann andere Folie, genau, pack einfach beiseite. Mhm. Brauchst du bestimmt gleich normal. Ich pack's nochmal vorsichtshalber hier so. So. Dann legst du den Regenbogen nochmal rauf und dann schneidest du wirklich halt grob um den Regenbogen herum. Okay. Das Farbige ist dann ja nachher unsere Stelle, die halt aufs Papier kommt. Soll ich dir das eben machen? Du hast ja, bist ja noch hier ein bisschen gehandicapt. Ich bin ja noch gehandicapt. Da wollte ich noch erzählen. Ne? Wir haben ja eine Woche ausgesetzt. Und in dieser Woche bin ich operiert worden am Finger. Und obwohl es nur der kleine Finger war, musste ich nackt im Netzschlüpfer und in diesem schönen OP-Kittel auf dem Tisch liegen. Ja, logisch. Ja, es ging doch nur um den Finger. Ja, aber wenn dir irgendwas passiert, müssen wir trotzdem schnell an dich ran. Ach so. Ja, aber ich dachte nur so, du, es geht nur um den Finger. Du, ich bin schon 18 Mal operiert worden. Ich kenne mich aus, du. Ach, ich bin schon fast mit dem OP stehen, du. Die sagen dann auch nur, ach Mensch, Jess, grüß dich, du ja, wieder. Ja, richtig, hi. Moin. Deswegen, wenn da irgendwas schief geht. So, also, die Stanze legst du, wie bei normalen Stanzen halt auch, wenn du durch die Maschine kurbeln möchtest, ja, falsch rum, also dass die glatte Fläche wirklich halt nach dich jetzt anschaut. Mhm. Und wir haben uns jetzt ein bisschen Washi-Tape geklaut. Und damit machen wir die Stanze einmal fest auf der Folie. Damit sie dir gleich, wenn wir das auf das Frühstücksbrett draufpacken, der nicht abhaut oder aufrollt. Okay. Jetzt denke ich gerade so, jetzt muss ja die Folie dann auch mit dem Motiv nach unten, richtig? Nee. Also pass auf, du legst jetzt die Folie auf das Blatt Papier. Ja. Darauf legst du jetzt die Stanze. Sie. So, dass alles gut bedeckt ist. Jetzt nimmst du ein bisschen Washi-Tape. Mhm. Ihr könnt auch anderes Tape nehmen, also müssen nicht unbedingt Washi-Tape, aber das war gerade das, was wir hier haben. Isolierband, Tesa. Ja. Sehr was gerade da ist. Juhu. Ups. Schieb in der Zeit mal eben das Frühstücksbrett einmal rein, damit das schon heiß wird. Mhm. Ich nehme ein Kaiserbrötchen mit Matt. Ja. So. Doch. Hast du? Hatte ich. Okay. Jetzt müssen wir kurz warten. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Achso, du kannst aber schon einmal. Nee, kannst du noch gar nicht. Also, pass auf, gleich machen wir das so, dass du die, dein Sandwich, dein Papierfolien-Stanzen-Sandwich einmal umdrehst. Ja. Und dann auf dein Frühstücksbrett packst. Okay, weil da ja die Wärme doch auf das, genau, auf die Stanze ableiten, genau, muss. Ja, es ist noch nicht grün. Vielleicht hätten wir es schon vorher reinmachen müssen. Ach. Dö. Aber eigentlich geht das relativ schnell. Dö, 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 dö. Was hast du Ostern gemacht? Nix. Ja, genauso viel wie ich. Gefaulenzt, sag ich mal, mein Finger, meine Wunden geleckt, sag ich mal. Ja. Und dann hatte ich halt meinen Sohn bei mir, haben wir halt ein bisschen, so gut es ging, ein bisschen getobt oder haben vor allem Karfreitag dann ausgenutzt, weil da die Sonne so schön schien, sind dann schön spazieren gegangen. Das war gegangen. Richtig schönes Wetter über Ostern. Oh ja. Das war echt traumhaft. So, Sonntag war dann die ganze Bagage dann da, die ganze Familie, dann haben wir halt zusammen einen Kaffee getrunken, sag ich mal. Ja. Und das war's. Das ist cool. Recht unspektakulär. Ja, bei uns war auch nicht so viel. Sonntag auch bei meiner Mutti gewesen mit Papi und so. Und Kinder und Schwester und Bruder. Mhm. Ja. Das war's. Reicht auch. Reicht. Ja. Kann ja auch ein bisschen. Warst du Osterfeier? Nee, so allein wollte ich da nicht hin. Ich hätte jetzt so jemanden gehabt, mit dem ich da hingehen hätte können. Ja. Und das geht da, erstmal, du stinkst nach Qualm wie sonst was. Oh, ich war schon Jahre nicht mehr auf den Osterfeuer. Und außerdem geht es dann nur um Eier holen. Ja, bei vielen Veranstaltungen so. Ich kann ohne Spaß Alkohol haben. Ja, und bei mir ist es genau andersrum. Nö, hatte ich so nicht so Lust zu. Wie gesagt, allein, weil dann die Klamotten, die kannst du eigentlich danach mit aufs Feuer schmeißen. Die stinken so penetrant nach Qualm. Ich war schon ewig nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, als die Kinder noch klein waren, waren wir mal da. Ja, früher regelmäßig, also bei mir in der Verwandtschaft, da ist auch Landwirtschaft mit dabei und die hatten immer ihr eigenes großes Osterfeuer. Ja. Aber die Auflagen sind ja auch ziemlich angeschraubt und angezogen worden, dass sie es dann jetzt nur noch für sich privat machen, nicht mehr als Veranstaltung. Und als Kind oder als Jugendlicher war ich ständig da oder auch dann halt bei mir im Ort. Aber ansonsten mit der ganzen Clique denn da halt hin. Schön vorglühen und dann da halt hoch und hoch die Tassen und dann besoffen wieder runtertorkeln vom Berg. Und das, ja, das war halt so in der Jugend. Aber jetzt, seitdem Junior da ist, also seit 13 Jahren ungefähr, war ich schon nicht mehr auf dem Osterfeuer.
Nee. Oh, es leuchtet grün. Oh, es ist grün, es ist grün. Es ist grün. Beeil dich. Jetzt muss das Brett raus. Nee, lass es drin da. Ich lass es drin da. Und jetzt so ruf. Genau, einmal rauf da. Okay. Und dann legst du Platte 1 rauf. Okay. Das ist die milchige. Und dann einmal die durchsichtige. So, und dann drückst du den Timer. Siehst du das? Der blinkt jetzt. Und wenn der aufhört zu blinken, dann ziehen wir das Holzbrett raus und gehen dann mit dem ganzen Gestell, mit dem Platten und dem Frühstücksbrett durch die Big Shot. Okay. Beziehungsweise also durch die Stanzmaschine. Ja. Der Timer ist jetzt halt dafür da, um zu sagen, so, jetzt ist die Stanze warm genug. Jetzt wird die schön erhitzt und wenn das dann durch ist, dann sagt er, ist heiß genug. Ja, okay. Ja. Verdammt nicht ernst, Gev, du. Ja, aber ich finde das ziemlich einfach und simpel. Ja, ist es. Ja. Aber eine coole Sache auf jeden Fall auch. Du musst gleich einfach halt auf das Ergebnis. Ich finde das total schön. Ich mache das leider viel zu selten zu Hause, muss ich ehrlich zugeben. Weil es eigentlich echt richtig schön ist. Mhm. Ja, ich stelle mir Spaß, das jetzt. Es ist schön. Ich stelle es mir jetzt auch schon cool vor, weil wir, wie gesagt, eine regenbogenfarbene Folie haben. Ja, dann passend dazu jetzt halt das Regenbogenmotiv. Ja. Da denkt man dann wieder so, als Laie, so wie ich, denn. Mann, da hat aber einer ordentlich mit den Filzstiefeln rumgespielt. Ja. Du bist fertig. Ich darf rausziehen. Ich darf rausziehen. Oh, das war meine Selterflasche. Und du bist umwerfend heute. Ja, total. So, und jetzt einmal. Einmal. Durch die Apparatur. Richtig. Und dann einmal schön hin und her. Geht? Merkst du den Druck? Ja. Und zurück, genau. Also ich mache das immer so, ich weiß nicht, 2-3 Mal hin und her. Einmal noch. Hier riecht das schon so ein bisschen nach Hitze. Ja. Riecht so ein bisschen wie von so einer Heißklebepistole, so der Geruch. Ja, so ein bisschen. Erwärmter so. Kunststoff. Jetzt musst du aufpassen. Ja. Platte 1 runter. Platte 1 runter. Kannst auch beide, ja genau, nimmst beide gleichzeitig. Und jetzt hast du hier eine wunderschöne Zange. Damit nimmst du das Papier von dem heißen Frühstücksbrett runter. Mhm. Okay. Okay. Dann kannst du das Frühstücksbrett wieder in das Gerät ranstocken. Ja. Da können wir eigentlich auch schon wieder reinmachen, ne? Probierst es ja gleich nochmal. Und jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du vorsichtig mit der Zange die Stanze von dem Papier lösen. Oder du wartest so lange, bis sie abkühlt. Ich warte so lange, bis sie abkühlt. Ach echt? Ich klau dir das jetzt. So. Jetzt wird sie ungeduldig. Ansetzen und hochziehen. Ah. Ja, wow. Ta-da. Cool. So wird das gemacht. Also das kennt man ja auch so, sag ich mal, von gekauften konventionellen Grußkarten. Ja. So, das ist so, das ist ja auch eingedrückt, ja. Ins Papier eingedrückt und das Eingedrückte ist halt koloriert jetzt in dem Fall. Schön in Regenbogenfarben. Genau. Aber ich sehe gerade, es zum Beispiel da kam das jetzt durch fehlenden Druck. Also die unteren beiden Bögen sind nicht ganz vollständig. Nicht ganz, nee. Das ist aber kann an der Hitze noch ein bisschen liegen. Okay. Kann aber auch an der Stanzmaschine liegen. Ja. Wenn du es vielleicht jetzt nochmal ausprobierst, vielleicht ist dann ein richtiger, also ein besserer Abdruck. Okay. Also ich habe da, vielleicht ist es auch, weil zum Anfang und so, weißt du? Mhm. Wir probieren es gleich nochmal. Wir probieren es gleich nochmal. Willst du nochmal einen Regenbogen oder willst du den Anker jetzt? Jetzt wiegen wir den Anker. Alles klar. So, achso, warte, Folie. Das wird bestimmt wieder mein Part. Let's see. Schön ist das nicht, du. Schön ist das nicht. Aber im wahrsten Sinne des Wortes grob ausgeschnitten. Ja. Hey, ich kann das. Das kann ich richtig gut. Ja, das kann ich auch. So, warte. Am besten, also warum du grob ausschneiden sollst, es kann halt sein, dass die Folie dann auch sonst woanders landet. Oder die Stanze. Als wie sie soll. Also auf dem Papier, weißt du? Ja. Und deswegen schneide ich das immer. Fast so aus, wie die Stanze halt dann ist. Der grobe Umriss. Mhm. Okay. Damit die Folie auch eigentlich nur dahin soll, wo sie hinkommt. Ja, das geht. So, hier ist ein Anker. Mhm. Was steht da hier? Mhm. Moment, ich muss das noch ein bisschen. Ich klebe auf hier. So. Ja. Ein bisschen ausrichten. Zwei. Ja, ich glaube, 2 reichen, wa? Ja. Ja. Das sieht gut aus. Läuft.
So, ist auch schon grün. Ja. Dann können wir ja schon wieder drauf backen. Die anderen Platten kamen jetzt auch schon drauf, ne? Als die kannst schon. Du auch drauf. Genau. So, und dann muss er mal den Timer. Genau. Einmal auf Timer drücken. Und fertig. Ah, ich habe hier ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Du trinkst Filternitrat. Jeder, was er kriegen kann. Ja. Nee, ich will mich nicht waschen, ich will was trinken. Ist ja mit Sprudel. Ja gut, das ist dann wieder okay. Medium ist auch noch okay, aber stilles Wasser kann ich gar nicht. Nee, also, still mag ich auch gar nicht. Das muss schon laut sein. Das muss, ich verstehe auch Menschen nicht, die das so trinken. Muss ich, also meine Schwester trinkt das ja auch still. Nee. Meine Eltern hatten mal versehentlich stilles Wasser gekauft. Das Gute ist aber, wir haben so einen Sprudler zu Hause. Ja. Und dann haben sie dann immer die Flaschen umgefüllt in die Sprudlerflaschen und haben dann einfach noch mal ein bisschen Druck drauf gegeben. Das macht meine Schwester, wenn ich zu Besuch bin. Ja. Ja. Dann geht's auch. Dann geht's auch. Ansonsten, wie gesagt, also still kann ich auch nicht trinken. Also wenn, dann laut. Ich bin aber auch zum Beispiel kein Typ, der Schorlen trinken kann. Oh, nee? Nee, keine Apfelschorle, keine Johannisbeer oder Barracuja-Schorle, Orange, nee, bin ich. Also Saft und Wasser, also Sprudelwasser. Okay. Kriegst du bei mir nicht hin. Ja, ich zum Beispiel, soll ich kurbeln oder geht? Nee, das geht. Okay. Also Apfelschorle, ich bin kein Apfelfan. Hat vielleicht noch damit. Nee, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mal jahrelang, ja was heißt jahrelang, aber eine ganze lange Zeit lang in der Apfelindustrie gearbeitet habe. Das ist, glaube ich, genauso, wenn du in einer Schokoladenfabrik arbeitest. Ja, man kannst du keine Schokolade mehr sehen. Und so geht es mir mit Äpfeln. Einzige Ausnahme sind Apfelschorle und Apfelkuchen. Okay. Aber ansonsten komme ich zum Beispiel an Äpfel gar nicht mehr ran. Apfelschorle mal? Ach doch, warum eigentlich nicht? So. Frühstücksbrät wieder ins Gerät. Zieh. Stanze vorsichtig abziehen. Ja, ja. Versucht er jetzt selber? Ich versuche es jetzt mal selber. Kann das auch selber kaputt machen. Genau. Oh ja, das ist besser geworden. Loslassen. Ich habe gesagt, lass los. Ja, vielleicht hätte man beim Regenbogen vielleicht echt ein bisschen länger drauf liegen lassen müssen. Das kann sein. Also das ist echt schick geworden. Ja, das ist richtig hübsch. Das stimmt. Das gefällt mir. Und wenn du das jetzt ausstanzt mit einer Basisstanze zum Beispiel, halt so weißt du, ein Quadrat oder ein Rechteck, ja, kannst du wieder halt ein bisschen hochsetzen auf eine Unikarte mit dem Hintergrund und schon hast du eine Korte. Ich finde ja sowieso diesen Regenbogeneffekt so klasse. Ne? Ich habe auch so eine E-Zigarette, die ist komplett in Regenbogen-Look. I love it. Ist eigentlich eher, okay. meine Ex-Frau sagte mal, das ist was für Frauen, das ist was für Mädchen. Ich sage ja, und dann bin ich halt in dem Fall ein Mädchen. Ich mag das. Ich muss sagen, ich bin gar kein Regenbogentyp. Oh, also die Regenbogen ja, aber kein Regenbogenfarben. Also das jetzt, so ein Anker in Regenbogenfarben, das ist... Nicht deins. Nee, da ist ziemlich für mich unspektakulär. Ich habe auch so eine LED-Lichterkette, so ein Lichterband. Mhm. Die meisten können ja einfach nur blinken oder die Farbe wechseln. Das zum Beispiel kann auch so einen richtigen Regenbogeneffekt machen. Das sieht so geil aus. Bin ich raus. Ach, herrlich. Bin ich raus. So. So, jetzt haben wir noch einen Hintergrund. Hintergründe habe ich selber noch gar nicht gemacht. Bin ich mal richtig gespannt, wie das Ergebnis halt ist. Ich mache schon mal wieder die Platte, warum? Ja, das ist super. Das stelle ich mir auch spannend vor. Also das ist ja jetzt so, was sind das, kleine Herzchen oder so Pünktchen oder so? Ja, Kleckse. Ja, das, was wir letztens mal mit dem Pinsel gemacht haben, genau, die Wochen Kleckse, machen wir jetzt mit der Folie. Das machen wir jetzt mit der Folie. Oh, das stelle ich mir cool vor. Die Folie und die Stanze gebe ich dir wieder rüber. Ja. Dann kannst du dir das wieder hinlegen. Und Washi-Tape reiße ich mal ab. Warte, nur. Ich warte eben. So. Mhm. Ich brauche auch, glaube ich, Papier, oder? Ja, brauchst du auch. Das habe ich ja noch nie. Gut. Da. Ja, aber ich mache es wirklich halt leider viel zu selten, das Hotfeuer-Ding. Es macht so viel Spaß und es sieht so schön aus. Also mir gefällt das auch sehr gut, muss ich echt sagen. Aber es ist auch bei anderen Sachen ja auch. Also einige Dinge macht man echt viel zu selten, die man eigentlich halt so gerne mag. Ja, das ist, das kennt man ja aus jedem Hobbybereich, sag ich mal. Ne? Dann gibt es so Dinge, wo du denn doch ein bisschen mehr mit zu tun hast, sag ich mal. Also wo du mehr Vorbereitung brauchst oder irgendwas, wo du dann so ein bisschen dann
wo vielleicht dann so die Hürde ist. Es leuchtet noch nicht. Es leuchtet dann noch nicht. Jetzt leuchtet es. Ja. Ja, Entschuldigung, ey, ich kann mich nur an dem Gerät anschließen, ja. Wo du dann so eine, im ersten Moment so eine Hürde hast, nee, und dann muss ich ja wieder das machen und dann muss ich ja wieder das holen. Und im Nachhinein, wenn du es doch dann mal wieder gebastelt oder gebaut oder mach, was auch immer hast, dann denkst du so, oh, so schwer war es ja eigentlich doch nicht. Das könnte ich eigentlich mal öfter machen. Ja, ich glaube, bei mir ist es echt so ein Platzproblem auch. Ja gut, das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, und der Schreibtisch ist immer voll. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt mir fest vorgenommen, ich werde mein Studio umbauen. Ich werde mir jetzt da noch eine Arbeitsplatte hinbauen. Ja. Dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Dass ich nicht andauernd dann die Tastatur wegschieben muss, wenn ich denn, ich habe so ein Controlling-Gerät, sag ich mal. Das ist so ein ganz flaches Teil. Sieht so ein bisschen aus wie dieser Mikrofonfuß und hat etliche Tasten. Und dann hast du, da brauchst du keine Maus mehr. Bist du mit der Maus und der Tastatur da hingekommen bist und das gemacht hast, was du mit diesem Teil machen kannst, also das sind zwei Klicks. Dafür muss aber immer die Tastatur weg und die Maus. Ja, 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 ich kenne das alles. Ja, wir haben uns doch neulich hier auch so zugebaut. Ja, es geht auch so schnell. Das geht ja das wirklich geht, schnell. Ja, also es glaubt immer einer keiner, aber es ist richtig schnell. Beim Kartenbasteln, guck mal, da hatten wir jetzt ja noch von einem etwas. Wir haben gestanzt, wir haben gestempelt. Ja. Und bups, ist der Tisch voll. Du darfst. Ich darf. Jetzt kommt der Hintergrund, mal gucken. Also ich bin sehr gespannt. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Mhm. So. Ausnahmsweise da. Oh, da ist jetzt auch wirklich Druck drauf. Weil es ja durchs ganze Papier geht. Nee. Naja, aber es ist ja großflächig in dem Moment. Auch wenn es nur Pünktchen sind, aber es ist ja über das ganze Papier einmal. Das stimmt. Die Stanzmaschine hört sich ein bisschen... Sie kämpft. Ja, sie kämpft. So. Na gut, denn... Trommelwirbel bitte. Ist auch ein Gefummel. Ja, hat keiner gesagt, dass es einfach hier ist, der. Boah, das sieht aber schon sehr geil aus. Das hat was. Aber auch da zum Beispiel haben wir es jetzt wieder, da ist die Mitte nicht so gelungen. Nee, aber vielleicht kommt es wirklich halt von der Stanzmaschine. Oder wirklich, also eins von den beiden. Wahrscheinlich, wenn Stanze wir das jetzt Hitze, ein bisschen länger drauf lassen würden vielleicht. Ah, das sieht schon cool aus. Das kriegst du zum Beispiel jetzt so, sag ich mal, gesprenkelt, wie wir es letztens mit Pinsel und Farbe gemacht haben, nicht hin, glaube ich. Oder auf jeden Fall ist es, wenn denn, sehr aufwendig. Guck mal, du hast ja da jetzt wirklich so einen Regenbogeneffekt von oben nach unten, die Farben. Ja, dann müsstest du das wirklich halt abtrennen halt, ne? Genau. So, also immer und so Streifen das, mit reinziehen. So hast du das in einem Abwasch. Ja, und es glänzt dann natürlich auch ganz anders. Eben. Das ist ja dann auch noch der Effekt, so ein richtiger Glanzeffekt. Oh Gott, kannst du einen Luftballon ausstanzen von... Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit, ja. Wäre eine Möglichkeit. So, Holzfeuerstanzen haben wir durch, beziehungsweise halt, also du siehst ja, wie gesagt, Holzfeuerstanzen, das ist halt wirklich halt Fläche. Ja. Fläche, die du machen kannst. Jetzt probieren wir das nochmal Ganze mit einer normalen Stanze, dass okay. du den Unterschied einfach halt auch siehst. Ja? Das geht damit auch? Geht auch, aber du wirst nur den Rand halt dann bekommen. Weißt du, wie ich meine? Ach so, ja. Also es ist halt, da siehst du ja wirklich halt Fläche. Das wirst du aber gleich nicht haben bei den normalen Stanzen. Die kannst du halt auch dafür verwenden, aber es halt, sieht halt anders aus. Okay. Da kann ich ja eigentlich einen von meinen Papierbögen hier nochmal recyceln, oder? Könntest du? Oder du kannst aber auch einen neuen nehmen. Du hast ja ausreichend da, dann nehmen wir es uns mal neu. Tschö. Aber wir könnten noch zwei Bäume, wir haben so zwei Tannen. Ich glaube, das sind die modernen Tannen. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, so viele Stanzende. Ja. Da kommt man ein bisschen durcheinander. Große Auswahl. Auch wenn man hier arbeitet. So. Machen wir gleich zwei nebeneinander. Und zack. So. Also so. Die zweite. Kannst du schon fast einen Wald machen. Ja, stimmt. Legt er die beiden Tannenbäumchen auf unsere Frühstücksbrett. Und die Platten drüber. Ja. Drücken wir wieder auf Timer. Also ich finde den Timer super. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
Ja, ich wüsste sonst nämlich nicht, wann das fertig ist. Muss ja wieder, Ja. also Stoppuhr oder so. Nee. Das denke ich jedes Mal auch so bei so einem Waffeleisen oder bei so einem Sandwichmaker. Ja, Da ist das es dann ja stimmt. auch. Ich liebe so einen Sandwichmaker. Mache ich mir auch mal für mich alleine einfach gerne mal. Ja. Baust dir alles schön auf dem Couchtisch auf, machst dir dein Lieblingsprogramm an, Okay, das Fernsehen mache ich an. nicht. Nee, das mache. Also wir machen das. Also immer, eigentlich mache ich das. Immer wenn, also für uns. Also eigentlich nur für mich und Alex. Ja. Ja, die Kinder essen sowas eigentlich eher weniger. Aber wir haben so ein, ich glaube, drei in einem Ding. Habe ich auch. Ja, und Lia macht immer so gerne Waffeln. Die hat da so ein Ja. Omas Rezept, Waffelding. Haust aber auch 12 Eier rein, ne? Ja, Ah, schon aber krass. dann ist auch Aber lecker. die sind echt, ist lecker. Aber ist das denn die klassische Waffelform mit den Herzen, die man ausreißen kann, Nee, oder diese belgische die Waffelform? belgische. Ah, okay. Die belgische, die finde ich persönlich schöner. Ja, ich habe beides. Also ich habe einmal diese klassische, wie man sie auch so auf dem Weihnachtsmarkt oder sonst wo immer Ja. andauernd kriegt. Und bei meinem Sandwichmaker, da ist es auch dann mit diesen belgischen Waffeln. Ich finde das schon cooler, gerade wenn du noch irgendwie so an der Seite, also zwei Waffeln und dann machst du ein bisschen Sahne, ein bisschen Vanilleeis, ein bisschen Erdbeeren. Kirschen zum Beispiel. Nee, Kirschen mag ich nicht da drauf, aber Erdbeeren schon cool. Kirschen esse ich so richtig gerne. Ach doch. Also auf jeden Fall mit Sahne ist natürlich schon mal super. Ja. Oder auch mit schön einfach, ganz simpel mit Puderzucker. Ja, das ist auch ab und zu sehr geil. Einfach dieses klassische, wenn du noch so diese Herzwaffeln so übereinander dann so Ja. umklappst, ne? Und dann in Ja, deinem. genau. Ja. So, toll. Jetzt habe ich Hunger. Schön. Ich glaube, ich weiß, was es heute Abend gibt. Entweder Waffeln oder Sandwiches. So. Ja, man merkt sofort einen Unterschied. Also das bei den Platten habe ich jetzt gerade mit der, ich habe hier so eine Pinzette in der Hand, um das vom Frühstücksbrett hochzuheben. Und bei diesen dünnen Stanzen hat man das jetzt gar nicht so im Gefühl. Man hebt einfach nur das Papier Ja. hoch. Das ist ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Haptik. Oh ja, das ist sehr fein. Hier hat es auch wieder jetzt nicht so ganz geklappt in der Mitte. Was ist los? Aber es ist immer die Mitte. Also vermute ich mal, dass es die Stanzmaschine ist. Das kann sein, ja. Dass die in der Mitte keinen Druck aufbaut. Wie schlau ist denn bitte diese Pinzette? Das merke ich jetzt erst. Da ist ja ein Magnet dran. Ja, ist die Mitte, ne? Ja, Ja, es das ist. ist die Stanzmaschine. Okay. Aber trotzdem cool. Also, es ist jetzt sehr dünn, sehr Ja. filigran, ne? Also, Ja. wenn du wirklich so was ganz Dünnes irgendwo brauchst, dann ist das schon nicht Schriftzüge schlecht. zum Ja. Beispiel. Wir haben ja keine Schriftzüge von den Hot Foil, bis auf einen, glaube ich. Ja. Also wirklich halt so. Aber normale Stanzen könntest du so dir darauf legen und fertig machen. Die können das ja auch ab, ne? Es ist ja jetzt keine Mordshitze, es ist Nee. halt eine gewisse Wärme da, aber Genau. zum Beispiel die kann ich jetzt schon wieder anfassen, die sind nicht heiß. Also das heißt, die können das ja auch ab. Ja, also ich würde gerade die Hotfeuer-Stanzen würde ich immer ein bisschen liegen lassen, weil die schon sehr Ja heiß gut, sind. die Die sind ja auch sind dicker, ja ne? dicker, Speichern. speichert mehr und ja, aber du kannst beide Varianten dafür benutzen. Das ist natürlich schon mal toll, weil das dann schon mal hast du eine ordentliche Vielfalt, was du alles machen Ja, kannst. besonders es gibt auch von den Folien gibt es so viele schöne Farben, ob das jetzt Champagner ist oder Espresso oder Grüntöne, also wirklich super schöne Farben. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt schon hier Ja. von Regenbogen fasziniert oder bei den Pasten, da hatten wir zum Beispiel einfach so eine richtig schöne glänzende silberne Folie. Das fand ich Ja. auch schön. Ja. Da sind dann ja deiner Fantasie wieder mal, wie ich das so schön sage, keinerlei Grenzen gesetzt. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ja. Bin ja sonst, wie gesagt, ein Fan von Orange oder halt Blau, so ein schönes, leuchtendes, kräftiges Blau. Und dann in so einem Lackfarben, sag ich mal, in so einem Glanz, stelle ich mir richtig toll vor. Doch, 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 da kannst du schon was mitmachen. Schön, schön. Ja, aber das ist das Prinzip von den Hotfeuerstanzen Dann habe mit ich das der jetzt ja auch mal Soße. gelernt. Ja, und es ist gar nicht schwer. Also viele Nee. stellen sich das echt sehr schwer vor, aber es ist gar nicht schwer. Wie gesagt, Ich. über den Toaster habe ich das nicht ausprobiert. Ich weiß, da hat Claudi von Kreativblog bei Claudi heißt sie auf Insta, Ja. die hat da irgendwie mal irgendwie eine Anleitung gehabt.
Okay. Aber selber weiß ich das halt nicht. Aber das findet man eigentlich auch auf der Kreativsammlung ja. bei uns im Internet. Ja, das ja. Gute jetzt natürlich an diesem Gerät, weißt du, was das ungefähr kostet? Also unser Frühstücksbretterwärmer? Ich glaube, das war über 100 Euro, glaube okay. ich. Also oder ich muss ja aber drum lügen. Kann auch sein, dass es nur 80. Aber ich war der Meinung, ich glaube 130 okay. um den Dreh. Aber das ist so lange her, dass ich mir die gekauft habe. Also der große Vorteil ist ja auf jeden Fall, dass unsere Heizplatte, also unser sogenanntes Frühstücksbrett, ja perfekt in die Big Shot passt. Ja, das ist darauf dann, alles abgestimmt. Denn mit dem Timer, du drückst einfach nur, du wartest, bis sie warm ist, drückst, legst dein Zeug drauf, wartest, bis der Timer ja, durch ist also und los. Richtig, was ich, also wirklich dieses, allein ist dieses Sandwich, was du wirklich rausziehst, durchkurbelst, was du gerade auch so sagst, das ist, du musst es ja nicht irgendwie noch irgendwelche anderen Platten raufmachen nee, oder genau. was weiß ich, du nimmst einfach so, wie es ist, nimmst du das ganze Sandwich raus, kurbelst das durch ja. und hast einfach echt ein schönes Ergebnis. Beim Toaster zum Beispiel, da müsste ich jetzt erstmal schätzen, auf was ich den Toaster überhaupt stelle. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber zum Ausprobieren wäre es ja eine gute Möglichkeit, bevor man das Geld ja, wirklich okay. halt. Ne? Ja. Also klar, wenn du das erstmal ausprobierst und dich dafür begeisterst, dann macht es Sinn, sich so eine Glimmer zu holen. Ja. Definitiv. Also es gibt ja auch andere Hersteller, die sowas halt haben. Aber zum Ausprobieren ist ein Toaster natürlich richtig gut. Gut, ja. Oder vielleicht geht auch irgendwas, sag ich mal, im Backofen oder so. Habe ich auch schon. Ich habe ich auch gerade die ganze Zeit im Hinterkopf, ob es auch im Backofen geht. Ich weiß es nicht. Ja. Die ist ja so hauchdünn, die Folie. Ist die ja. sehr filigran? Sag ich mal, kann die auch verbrennen oder schmilzen oder so? Nee, das habe ich noch nicht gehabt. Okay, gut. Also die kann schon was ab. Eigentlich schon, ja. Also eigentlich ist sie ja dafür auch hergestellt, also ja. auch gemacht. Ja. Ja, also. Ja, nicht, dass man jetzt zum Beispiel gerade beim Backofen oder auch beim Toaster dann. Wie gesagt, das habe ich ja selber nicht ausprobiert. Ja. Also da wäre ich würde es nicht unaufsichtigt, also. Nee, vor allem beim Backofen würde ich auf jeden Fall auf Umluft verzichten, weil sonst, pump. Ja, check ist das weg. Ja, nee, doch. Aber sonst ist das echt eine geile Sache. Ja, das hat auf jeden Fall wieder richtig Bock gebracht. Also das fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich kenne sowas ja von gekauften Karten, so dieses ins Papier eingedrückte und kolorierte dann. Ja, also etwas ist halt embossed mit diesem Pulver und ja. sowas, halt, ja, was genau. du heiß föhnst. Oder halt mit der Hotfoil reingebracht. Aber ich meine, die haben ja riesengroße Maschinen dafür, ne? Ja. Ja, aber ja. Für den Autoverbraucher, so wie wir das halt so sind, ist das mega geil. Ja. Mega sehr, sehr cool. Also von den Hintergrunddingern bin ich echt positiv überrascht, dass das so schön aussieht. Das sieht echt toll aus. Und wie gesagt, das ist ein mega Aufwand, wenn du das jetzt versuchst, von Hand zu sprenkeln. Ja, also nee. Und so dann ist es ja auch nicht so eingedrückt. Das wäre dann ja nee. Auch mit Embossen. Und stempeln kannst ja. du das halt so auch nicht. Nee. Du könntest stimmt. es halt höchstens wieder embossen. Ja, wenn genau. du einen Hintergrundstempel halt hast und da dann das unterschiedliche Pulver rüber kippst, dann könnte man das auch hinkriegen. Aber es wäre mir zu aufwendig. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja ein hoher Aufwand. Denn, und hier hast du das in einem Abwasch. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Was schwebt dir denn so nächste Folge vor? Ich wollte gerne einmal noch auf die Colerus eingehen. Und die Colerus, ja. Aquarellfarben, ja. Da würde ich gerne noch einmal, weil viele sprenkeln ja meistens halt nur. Ja. Ja, ein bisschen kann man noch ein bisschen was anderes rausholen da. Ja. Ja. Das finde ich gut. Ja. Sehr schön. Den machen wir jetzt selbst. So machen wir das. Dann sage ich erstmal wieder vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen und dass du mir das hier so alles schön gezeigt hast. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis nächste Folge. Bis nächste Folge. Tschüssi. Tschüss. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonnier gerne unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.